Grüße Vera Lengsfeld, ehemalige Bürgerrechtlerin der DDR. Jeder kennt sie, Vera. Du bist gerade aus der CDU ausgetreten und machst dir Sorgen über Deutschland. Wir hatten ja vor einem Jahr auch schon mal ein Video gemacht, ist Deutschland noch zu retten? War es damals schon nicht und ist wahrscheinlich jetzt noch weniger zu retten. Der Abstieg ist ja rasant. Dass das so schnell gehen kann, hätte ich ehrlich gesagt vor einem Jahr noch nicht erwartet. Es wird mit jedem Tag absurder und man kann das kaum noch fassen, was sich vor unseren Augen abspielt. Das Land geht, also hier funktioniert nichts mehr. Ich bin heute in Berlin angekommen. Mehrere Tage nach dem Schnee sind die Gehsteige immer noch nicht geräumt. Ja. Die S-Bahn fährt nicht regelmäßig. Man muss lange warten, ehe überhaupt ein Zug kommt, wegen eines Polizeieinsatzes am Brandenburger Tor. Ich musste dann am Brandenburger Tor aussteigen. Unten auf dem Bahnsteig war gar nichts und ich habe mich gewundert, wo ist der Polizeieinsatz? Der war oben, weil irgendeine Staatskarosse zum Brandenburger Tor fuhr mit einer ganzen Herde von Polizeiautos. Das ist das 10- oder 20-fache dessen, wie sich das Politbüro der DDR geschützt hat. Und ich frage mich, wie sich diese Politiker inzwischen fühlen, wenn sie meinen, dass sie sich überhaupt nicht mehr durch die Stadt bewegen können. Nicht mehr trauen Ohne, wahrscheinlich. ja, ohne Also, massivsten Schutz, ja, ja. vor allen Dingen, ich meine, die meisten Bürger sind ja wirklich komplett frustriert. Nenne mir bitte eine Aktion der Politik aus den letzten Jahren, die wirklich für den Bürger da war, wo der Bürger entlastet wurde, wo man sagen kann, gut gemacht, Jungs. Ich habe manchmal das Gefühl, das Ganze ist eine Art Sado-Programm, wo man den Bürgern immer tiefer in die Tasche greifen will und den Leuten immer mehr rausholen will. Bestes Beispiel jetzt diese COP-Konferenz in Dubai. Da war der Scholz und die Baerbock kaum da. Da hieß es schon, und wir zahlen 100 Millionen an irgendjemanden, der es braucht. Also so kann es doch nicht weitergehen. Naja, offensichtlich sind die immer noch der Meinung, dass das Geld aus der Gelddruckmaschine kommt. Und diese Haushaltssperre, die ist nach meiner Analyse verkündet worden, um den Bürgern ein falsches Signal zu senden. Das Signal soll heißen, also wir haben den Ernst der Lage erkannt und wir werden was ändern. Aber es ändert sich nichts. Also nicht nur diese Zusage in Dubai, sondern es wird an der Erhöhung des Bürgergeldes festgehalten. Es wird nicht, was zwischendurch politisch diskutiert wird, die Ausgabe des Bürgergeldes an alle Neueinkömmlinge gestoppt. Jetzt gibt es sogar noch kurz vor Jahresende massive Erhöhungen von Beamten in den Ministerien. Und das Interessante ist, die meisten Beamten werden im Justizministerium, aber vor allen Dingen im Finanzministerium hochgestuft. Insgesamt geht es um 73, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, hochgradige Beamte. Und im Umweltministerium ist es einer, im Familienministerium ist es einer, im Wirtschaftsministerium sind es fünf. Also sich Und nochmal alle Taschen voll anderen, machen, ja? ja, und alle anderen sind im Justizministerium und die allermeisten im Finanzministerium. Also das schlägt doch den Verkündigungen, wir haben hier Haushaltssperre, direkt ins Gesicht. Und ich frage mich, was die denken, was sie den Bürgern noch alles zumuten können. Aber inzwischen geht es ja hier in Deutschland tatsächlich nach dem Motto, ja, der Schnee, der fällt jetzt, aber der ist warm. Das gab es ja tatsächlich ein Kommentar in der Tagesschau gewesen. Ein wärmerer Schnee. Ein wärmerer Das war Schnee. tatsächlich in der Tagesschau. So, ich habe Ja, es erst gar ja. nicht geglaubt. Doch, doch, das war in der Der Schnee Tagesschau. ist wärmer als sonst. Das ist auch Und gut. wenn es eine Massenvergewaltigung in Hamburg gibt an einer 15-Jährigen, kommt der vom Gericht bestellte Psychiater dazu zu sagen, na ja,
Also diese Massenvergewaltigungen haben auch etwas Identitätsstiftendes. Tja, soweit ist es schon. Es Es ist ist. absurd geworden irgendwie. Und abgesehen also von der ganzen Migrationsproblematik haben wir natürlich auch ein wirtschaftliches Problem. Das heißt also, immer weniger Unternehmen wollen eigentlich hier in diesem Staat noch etwas aufbauen, wollen überhaupt noch Steuern zahlen. Ich komme ja gerade aus Dubai. Also, was ich da erlebt habe Warst von. du auf der Klimakonferenz? Nee, Oh. ich war vor der Klimakonferenz dann. Wäre aber jetzt auch interessant gewesen, da die Luisa Neubauer zu treffen. Die saß nämlich im 19. Stock irgendwo, wo, hat sie nicht gesagt, und jammerte darüber, dass da gefühlt 7000 Grad Ja, wäre. Hast du das mitbekommen? Ja. ich habe mir diesen Kurs Also, es auch ist. angeguckt. Aber jetzt gerade Dubai, ich meine, dieser jährliche Klimazirkus, ja, wie viel sollen es inzwischen gewesen sein? 70.000? 100.000 Delegierte waren diesmal dort. 100.000 Beim letzten Delegierte. Mal waren es noch 50.000 Ja. in Ägypten. Das, also 100.000 Klimaretter, die lange Flüge auf sich nehmen, Privatjet? die eine wachsende Zahl von Privatjets, alles um das Klima zu retten. Und Deutschland allein ist mit 260 oder weit über 250. 250 Leuten dabei. Und das ist, und die gleichzeitig kommen die Meldungen, heute habe ich das gerade gehört, dass die Deutschen anfangen, ihr Verhalten zu ändern, dass eine beträchtliche Anzahl von Deutschen weniger fliegt als vor 5 Jahren, dass sie ihr Auto öfter stehen lassen, öfter Fahrrad fahren und das Deutschland-Ticket genießen, allerdings mit der Einschränkung, dass das noch viel schöner wäre, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel zuverlässiger wären, was sie ja nicht sind. Wir sind inzwischen in dem Stadium, dass die Deutsche Bahn sagt, nein, fahrt bitte nicht mit uns, ja. Ja. Es hat geschneit. Wir können nicht mehr garantieren, dass die Züge überhaupt noch fahren. Ich habe gestern mit einem Ökonomen gesprochen, wo wir über die Zukunft Deutschlands diskutiert haben. Und er sagte, also wir gehen hier ganz klar in Richtung Dritte Welt. Wir schaffen uns selber ab. Die Wirtschaft wird abgeschafft. Der Strom wird immer teurer oder wenn wir überhaupt bekommen und so weiter. Und dass wir am Ende dann nur noch so eine Art verlängerte Werkbank Chinas sind. Dass sich das also komplett umdreht, das Bild, Ja. das wir jetzt haben. Ja, aber das betrifft dann nicht nur Deutschland, sondern Deutschland ist ja immer noch der Hauptsponsor für die EU. Und wenn das Geld aus Deutschland nicht mehr kommt, dann ist es auch mit der EU am Ende. Ja. Merkwürdigerweise scheinen auch die EU-Politiker das überhaupt nicht zu realisieren. Ja? Und um nochmal auf Dubai zu sprechen zu kommen, wo ja sich 22 oder 23 Länder vereinigt haben, um die Atomkraft zu revitalisieren und ihr eine Zukunft zu geben. Deutschland steigt aus oder ist ausgestiegen gegen jeden Rat, gegen jede wirtschaftliche Vernunft. Und wir werden wahrscheinlich in diesem Winter die Folgen zu spüren kriegen. Ja, wir importieren ja schon, also ich habe gelesen, 30% des Stroms im letzten Quartal oder was. Also eigenverantwortliche Selbstversorgung sieht anders aus. Und wenn es dann mal irgendwann draußen knapp wird mit dem Strom, dann schalten sie uns wahrscheinlich als erstes das Licht aus. Naja, das Interessante ist ja, dass das schon beschlossen ist, dass die örtlichen Netzbetreiber den Bezug von Strom für Haushalte drosseln können. Und das betrifft dann Haushalte, die sich die Wärmepumpen angeschafft haben, die ja Stromfresser sind, und diejenigen, die brav ein Elektroauto gekauft haben. Denen kann ab Januar der Strom gedrosselt werden, falls eine Überlastung droht. Ja, das sind ja schöne Ja. Aussichten. So unterm Strich, also große Hoffnung für die nächsten Jahre in Deutschland haben wir nicht. Wahrscheinlich muss es noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Oder wie siehst du das? Ja, ich hoffe nicht, dass es jetzt noch zum Äußersten kommen muss. Aber was klar ist, ist, wir brauchen ganz dringend ein Angebot der politischen Vernunft. Also wir brauchen wieder Politiker, die sich um Lösungen der Probleme bemühen und nicht darum, auf Staatskosten sich schminken und die Haare frisieren zu lassen.
Und da gibt es ja jetzt schon etliche Ansätze. Also ich selber habe ja die Gründung der Bürger für Thüringen unterstützt. Das ist eine Initiative, wo die Bürger für Thüringen, das ist eine Gruppe, die auch im Landtag vertreten ist, ihre Listen öffnet für andere Interessenten, die bereit sind, eine alternative Politik zu machen, also eine Problemlösungspolitik zu machen. Ja. Und auch ein Gegenangebot zur AfD, die ja immer stärker Ja, wird. die AfD radikalisiert sich leider und von daher wird sie nicht politikfähig werden, wenn sich dieser Prozess weiter entwickelt, selbst wenn sie, wie es ja aussieht, in zumindestens erstmal drei ostdeutschen Ländern Stärkste Kraft die ist. Mehrheit, also die stärkste Partei werden kann, ja, oder werden wird. Also was Sachsen betrifft, ist das ziemlich klar, in Thüringen auch. Aber sie beschneidet sich ihre eigene Politikfähigkeit, wenn sie sich weiter radikalisiert. Und für mich war ein gewisser Tiefpunkt, dass als ein Ali Utlu, das ist ein Deutsch-Türke, in die AfD eintreten wollte, es dort einen Shitstorm gab von der jungen Alternative, die seinen Eintritt dann erfolgreich verhindert hat. Und dann fielen Worte wie, wir sind die Partei der autochthonen Deutschen. Und zwar später, Tage später, hat der Vorstand der AfD versucht ein bisschen, also dagegen zu Zurückzurufen. steuern und zu sagen, nein, wir sind offen für alle. Aber dass das nicht sofort und energisch geschehen ist, war ein Fehler, großer Fehler. Und zeigt mir, dass sie diese Radikalisierungstendenzen entweder nicht ernst genug nehmen, ja, Oder und ja, ja, eben in den andere Bewegung da sein muss, die eben auch die Sorgen ja. und Nöte des Bürgers aufnimmt und einer Lösung zuführt. Naja, gleichzeitig ist ja die CDU, also nach den Umfragen sind ja Leute verzweifelt genug, immer noch ihre Hoffnungen auf die CDU zu setzen. Das wird wieder eine vergebliche Hoffnung sein, denn wenn man sich zum Beispiel die Antwort von Friedrich Merz auf die Regierungserklärung, die jüngste Regierungserklärung von Kanzler Scholz angeguckt hat, dann hat er sehr starke Worte gebraucht, ja. Auch verrutschte Analogien wie Klempner der Macht. Aber er hat zum Beispiel eins der dringendsten Probleme überhaupt mit keinem Wort erwähnt, und das ist die Migrationskrise. Warum erwähnt er die Migrationskrise mit keinem Wort? Ja, offensichtlich will er einen möglichen zukünftigen Koalitionspartner, die Grünen, nicht vergrämen. Und so kommen wir keinen Schritt weiter. Ja, du bist ausgetreten aus der Partei, ist für dich dann auch da damit das Kapitel ja zugeschlagen. Ja, also nicht nur das Kapitel CDU, sondern das Kapitel Partei an sich. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich inzwischen eine Mehrheitsmeinung vertrete, wenn ich sage, die herkömmlichen Parteien haben so abgewirtschaftet, dass die Mehrheit der Bevölkerung kein Vertrauen mehr in diese Altparteienstruktur hat und dass wir dringend eine neue Struktur brauchen. Also wie gesagt, ich beschreibe das jetzt mal als Arbeitshypothese, als eine Problemlösungsstruktur. Und es gibt etliche Initiativen unterschiedlichster Art, die alle vor sich hin werkeln und die leider bis jetzt nicht wirklich zusammenkommen. Aber vielleicht in Zukunft dann doch. Es muss passieren, denn nur so, wenn diese verschiedenen Initiativen sich zusammentun, also nach dem Modell, was wir in Thüringen entwickelt haben und was ziemlich
genau beobachtet wird. Also so viel kann ich verraten, dass Friedrich Merz, der sich immer äußerst despektierlich zur Werteunion geäußert hat, ablehnend und sogar, naja, beleidigend, vor kurzem, vor wenigen Tagen, den Chef der Werteunion Thüringen angerufen hat, eine halbe Stunde mit ihm geredet hat und wissen wollte, wie die Werteunion die Chancen der CDU in Thüringen einschätzt. Ja, die sind Das doch nicht so heißt gut. also, dass die Initiativen, die sich an der Basis entwickeln, ja, durchaus ernst genommen werden von der Politik. Und das ist ein hoffnungsvolles Zeichen. Aber da steht noch eine Kraftanstrengung vor uns. So ist es, Vera Lengsfeld. Wenigstens ein Hoffnungsschimmer für Deutschland kurz vor Weihnachten, auch wenn er nicht allzu groß ist. Es muss sich irgendwas ändern und vielleicht ändert sich ja was. Naja, ich halte es immer mit Hölderlin. Wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke. Okay.